Herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers, hier in Zoom diesmal. Mein Name ist Marlene Halbach, ich leite die Redaktion des Science Media Centers und wir wollen heute über die Lage auf den Intensivstationen sprechen in Deutschland in der Covid-Pandemie und so ein bisschen zurückblicken, aber auch einen Ausblick wagen. Die Anzahl der Covid-19-Patientinnen auf den Intensivstationen in Deutschland und ihre Entwicklung gilt ja immer als ein wichtiger Gradmesser dafür, wie belastet das Gesundheitssystem eigentlich gerade von der Pandemie ist. Wer allerdings wissen will, wie sich die Intensivstationen in Deutschland in der Behandlung von Covid-19-Patientinnen bisher geschlagen haben, also zum Beispiel welcher Anteil verstorben ist, muss eine größere Datenanalyse anstreben. Denn die Tagesberichte von Robert-Koch-Institut und der Vereinigung der Intensivmediziner DIVI unterliegen da eben starken Schwankungen und auch Verzerrungen, weil zum Beispiel Krankenhäuser die verlegten Patientinnen doppelt zählen könnten. Also das eine nimmt einen auf, das andere nimmt einen auf, der gleiche Patient und der wird dann doppelt gezählt in der Statistik. Deshalb ist das schwierig, daran Aussagen zu treffen an diesen Tagesberichten. Um darüber eine Aussage treffen zu können, müsste eben eine große Datenanalyse her. Und das geht zum Beispiel auf der Ebene der Daten aus dem Institut für Entgeltsystem im Krankenhaus, INEC. Und diese Abrechnungsdaten haben sich Forschende mal angeschaut, und zwar in einem Research Letter im Fachjournal Lancet Respiratory Medicine. Das ist am Samstag veröffentlicht worden. Und die Kernbotschaft in dieser Analyse für deutsche Krankenhäuser ist: Im Dezember 2020 mussten nur noch halb so viele Krankenhauspatientinnen mit Covid-19-Diagnose auf Intensivstationen behandelt werden als noch im Frühjahr. Der Anteil ist also von 30 auf 14% gesunken. Das klingt erstmal gut, finde ich. Aber von den Patientinnen, die auch noch weiterhin auf Intensivstationen behandelt werden mussten, sind weiterhin und gleichförmig ca. 50% gestorben. Auch der Altersdurchschnitt dieser Verstorbenen blieb ungefähr vergleichbar. Nun ist es aber wichtig, nicht nur wichtig zurückzuschauen, um daraus zu lernen, wie die Behandlung in deutschen Krankenhäusern gelungen ist, sondern wir befinden uns ja auch noch mitten in der Pandemie. Und deshalb ist es auch wichtig, den weiteren Verlauf anzuschauen. Sollte sich also das Wachstum der Infektionsfälle zum Beispiel jetzt durch die Varianten weiter beschleunigen, was heißt das für die Intensivstationen? Und laut aktueller Modellierung könnten wir dort wieder auch einen enormen Zustrom von Patientinnen erfahren, wenn dieser Trend sich fortsetzt. Bei erhöhtem Infektionsgeschehen könnten zum Beispiel auch vermehrt jüngere Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden müssen, wenn eben die Anzahl der Infizierten in der Bevölkerung hoch wird. Kurz, wir wollen heute mit Fachleuten zurück, aber eben auch nach vorn blicken, wie sich die Lage auf den Intensivstationen darstellt und wie sie derzeit aufgestellt sind. Herzlich willkommen nochmal zu diesem Pressbriefing, zu diesem Thema. Ich sehe schon, hier ploppen schon Fragen rein im Chat. Das ist sehr gut. Bitte stellen Sie die gerne schon im Chat an alle Diskussionsteilnehmer und Zuhörer. Das ist sehr wichtig. Dann kann mein Kollege mir die reinreichen und ich werde sie dann anmoderieren. Ich würde gerne einsteigen ins Pressbriefing mit Professor Dr. Christian Karagiannidis. Herzlich willkommen. Er ist geschäftsführender Oberarzt, Leiter des ECMO-Zentrums sowie Facharzt für Innere Medizin am Klinikum Köln-Meerheim, also hier um die Ecke, haben wir gerade schon besprochen. Er ist außerdem noch Professor für extrakorporale Lungenersatzverfahren an der Universität Witten-Herdecke und auch noch medizinisch-wissenschaftlicher Leiter dieses DIVI-Intensivregisters, was jetzt eben eine große Rolle einnimmt. Herr Karagiannidis, wie erklären Sie sich denn, dass 2020 weniger Menschen auf der Intensivstation behandelt werden mussten? Und worauf muss man bei den Daten dann noch achten, die Sie dort im Lancet Respiratory Medicine vorgestellt haben? Ja, also wir sind erstmal extrem glücklich darüber, dass sich das fast halbiert hat im Vergleich zur ersten Welle. Weil wenn man das mal andersrum sehen würde, hätte das bedeutet, wenn das genauso geblieben wäre, dass wir über 10.000 Patienten gesehen hätten auf der Intensivstation. Und da wären wir definitiv kollabiert drunter im Dezember und Anfang Januar. Oder sagen wir mal so, es hätte uns vor extremste Herausforderungen gestellt. Und dieses Zeichen, dass so viel weniger auf der Intensivstation gelandet sind, das rührt sicherlich daher, dass wir ein bisschen besser geworden sind in der Therapie. Wir hatten einen Game Changer, würde ich sagen, das ist das Cortison. Und wir hatten die Publikation dieser großen englischen Studie Anfang Juli und dann gab es eine Nachuntersuchung dazu in Australien. Hat es keine 14 Tage gedauert, dann sind die Ergebnisse dieser Studie, die damals als Preprint veröffentlicht war, in die klinische Praxis umgesetzt worden und zwar flächendeckend. Das war extrem beeindruckend. Und auch wir haben das in Deutschland so gehandhabt, dass wir sehr früh das Cortison eingeführt hatten, bevor die Patienten auf Intensiv gekommen sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Was wir auch gemacht haben, ist, glaube ich, sehr frühzeitig Blutverdünner einzusetzen. Die Studien kommen jetzt erst, die werden im Laufe der nächsten 2, 3 Wochen veröffentlicht. Aber auch das hat aus der ersten Welle haben wir ja gelernt, dass viele, viele Blutgerinnsel entstehen bei dieser Erkrankung. Und ich glaube, wir haben in der zweiten Welle sehr großzügig dann
darauf hingewiesen, dass man das Blut gut verdünnen muss. Man muss auch sagen, 50% Reduktion. Wir hatten in der zweiten Welle sicherlich auch den einen oder anderen Patienten, der was anderes hatte und dann zusätzlich Covid hatte, also mit dem Auto vor einen Baum gefahren ist und dann Covid-positiv war. Die Zahl würde ich aber als eher gering einstufen. Das sind vielleicht 10%, 15% der Patienten, je nach Kalenderwoche, die man da sieht. Der größte Teil ist schon wegen Covid dann auch auf der Intensivstation gelandet. Darf ich da vielleicht direkt mal einhaken? Sie haben ja auch Dexamethason gerade angesprochen, also die Kortisone, die wir, mit denen wir therapieren jetzt auf den Intensivstationen. Aber also Sie haben gesagt, dass dadurch auch der Anteil erklärbar ist, also die Halbierung. Aber warum nimmt dann die Mortalität nicht ab? Also das heißt, Dexamethason, dachte ich immer, wird in einer Spätphase gegeben, wenn das Immunsystem sowieso schon ausrastet und das Virus eigentlich überhaupt nicht mehr das Problem ist. Wieso wirkt sich das denn nicht auf den Therapieeffekt auf den Intensivstationen aus? Ja, wir haben bei Covid so zwei verschiedene Ebenen in der Erkrankung. Am Anfang gibt es eine Phase, wo mehr das Virus und auch die Reaktion auf die Entzündung im Vordergrund steht. Und dann kommt diese spätere Phase, wo das Virus eigentlich schon weg ist und wir uns mit den Folgeschäden beschäftigen müssen. Es wird jetzt eine Arbeit erscheinen in den nächsten Wochen, die nochmal zeigt, dass die Reparaturvorgänge in der Lunge stark geschädigt sind durch Covid. Und zwar anders als bei der Grippe zum Beispiel. Und das erklärt auch, warum wir am Anfang, wenn die Patienten sauerstoffpflichtig werden und noch viele Entzündungsreaktionen drin ist, mit dem Cortison so einen Erfolg haben. Warum wir aber in den späteren Phasen der Erkrankung, wenn das Virus gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern die Reparaturvorgänge im Vordergrund stehen, warum wir dann nicht mehr so viel Erfolg haben. Und das Problem ist, wenn das Kind einmal so richtig in den Brunnen gefallen ist, so will ich es vielleicht mal nennen, dass die Patienten wirklich beatmungspflichtig sind und richtig schwer krank sind, dann hat man nicht mehr so ein riesiges Potpourri an Medikamenten, was dann auch wirklich noch einen guten Effekt hat. Mhm. Das heißt aber auch, dass die Beatmung an sich jetzt irgendwie gar nicht so einen großen Effekt auf das Outcome im Endeffekt hat. Also wenn man einmal beatmet werden muss, ist er eher schlecht, sage ich mal. Dann ist die Prognose sehr, sehr schlecht. Aber da wurde doch auch ein bisschen dazugelernt in der Pandemie, oder nicht? Also wie früh man quasi auch invasiv intubiert, war doch auch mal ein Thema, was stark diskutiert wurde. Wie hat denn, also können Sie sagen, was das für einen Effekt hatte eben, die Learnings über Beatmungstherapien? Ja, also da sind wir noch in der Analyse und ich denke, wir werden ungefähr bis Mai brauchen, um die Frage zu beantworten. Wir haben jetzt im Moment erstmal nur eine Zwischenanalyse gemacht und die noch größere Datenanalyse werden wir frühestens im Mai hinkriegen, weil da brauchen wir noch eine bessere Abstufung der Daten. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Beatmungspflichtigkeit auch nochmal runtergegangen ist. Die lag bei maximal 64% in der ersten Welle und die ist jetzt auf 54% im Dezember runtergegangen. Das heißt, wir sind am Anfang wahrscheinlich etwas übervorsichtig gewesen und haben die Patienten zu früh beatmet und sind jetzt in der zweiten Welle doch wieder zu dem zurückgekehrt, was wir sonst bei anderen Erkrankungen auch gemacht haben. Also da haben wir schon einen Vorteil, glaube ich. Aber wenn dann diejenigen, die dann auch wirklich beatmungspflichtig werden, wenn es dann soweit ist, dann werden wir kaum mit der Sterblichkeit runterkommen. Also ich schätze, dass wir vielleicht nochmal 5% gewinnen können in den nächsten Wochen oder Monaten durch neue Therapien und durch unsere Routine. Aber viel mehr wird das nicht sein. Mhm. Und vielleicht nochmal eben kurz, weil noch eine Nachfrage kommt zu Dexamethason. Das heißt, es wird auf der Normalstation noch gegeben, also bevor die Patienten überhaupt auf die Intensivstation gelegt werden. Ist das richtig? Ja, also in der großen Studie aus England war es so, die Patienten, die ins Krankenhaus kommen und keinen Sauerstoff brauchen, waren die einzigen, die vom Cortison nicht profitiert haben. Sobald die Patienten eine Entzündungsreaktion in der Lunge haben und diese Sauerstofflichtigkeit ist dann der Ausdruck dieser Entzündungsreaktion, ab dem Moment, wenn man da das Cortison einsetzt, gibt es auch wirklich einen Vorteil. Und das haben wir sehr breitflächig, glaube ich, in Deutschland umgesetzt. Mhm. Sehr gut. Die Frage würde ich, glaube ich, mal hinten anstellen. Ich würde gerne mal überleiten zu Herrn Busse. Wir kommen später nochmal auf Sie zurück, Herr Karagiannis. Und zwar ist der zweite im Bunde hier heute als Experte, Professor Dr. Reinhard Busse. Er ist Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin und Co-Direktor des European Observatory on Health Systems and Policies. Herr Busse, Sie haben uns Slides mitgebracht. Jetzt sehen wir schon nur noch die Slides. Das ist sehr gut. Sie haben nämlich weitere Daten dabei, die jetzt nicht in diesem Lancet Paper, auf dem Sie ja auch, bei dem Sie auch Autor sind, mit verarbeitet wurden, sage ich mal. Sie wagen so ein bisschen auch den Ausblick in andere Länder. Können Sie da vielleicht einmal kurz einen Überblick geben, was Sie da mitgebracht haben an Daten?
Genau, vielen Dank und willkommen. Und ich will das ein bisschen einordnen, wie gesagt, in den europäischen Kontext, dann aber auch zurückgehen und so, um nochmal zu gucken, wo lagen denn die Patienten in Deutschland? Und vielleicht zur Einordnung in den europäischen Kontext. Was ich hier gemacht habe, dass ich für Deutschland rot markiert mit 4 Ländern um uns herum, Dänemark, Niederlande, Spanien, Großbritannien, wo wir vergleichbare Daten habe ich extra für heute hier ausgewertet aus der großen Datenbank, die wir seit einem Jahr pflegen, wo wir uns mal angeguckt haben, die Prozentsätze, wie viele Prozent sind überhaupt ins Krankenhaus gekommen, jeweils in der ersten Welle in Gelb versus der zweiten Welle in Grün hier. Und da sehen wir, das waren in der ersten Welle in Deutschland 21% aller Testpositiven sind überhaupt ins Krankenhaus gekommen. Von denen sind dann 30% auf Intensivstationen gekommen, sodass es 6% aller Testpositiven waren. Wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, sehen wir, dass die Zahlen, die ins Krankenhaus gekommen sind, in einigen Ländern sehr, sehr viel höher waren. Wenn Sie etwa sehen, Spanien, Großbritannien, etwa jeder zweite Patient. Wir wissen, aus Frankreich waren es sogar 70%, also 2 von 3 Patienten. Dänemark, ähnliche Zahl wie bei uns. Damals schon in Dänemark deutlich weniger, die dann auf Intensivstationen gekommen sind, auch in den anderen Ländern weniger als bei uns. Und wir sehen da die Prozentsätze von allen Testpositiven, die da damals auf Intensivstationen gelandet sind. Und das waren bei uns 6%, Niederlande auch 6%, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Und das kann man jetzt eben mit der zweiten Welle vergleichen. Und da sieht man den Trend, dass das deutlich abgefallen ist in allen Ländern, sogar in den anderen Ländern noch stärker als bei uns, werden jetzt weniger Patienten ins Krankenhaus aufgenommen. Und dann aber auch nochmal in einigen Ländern, was wir ja auch beobachten, ist ja in dem Lancet-Papier für Oktober nur diese 14%, die wir erwähnt haben. Wenn man das jetzt über den ganzen Gesamtzeitraum der zweiten Welle nimmt, sind es 19%. Und dass man sich dann, das ist ja das, was Herr Karagiannidis auch gerade diskutiert hat, also wenn man sich anguckt, wie viele dann von allen praktisch durch diesen doppelten Effekt weniger im Krankenhaus gelandet, we weniger von denen auf Intensivstation, wie viel von allen dann auf Intensivstation sind, da sieht man, ist das deutlich abgefallen. Bei uns etwa auf ein Viertel und in den anderen Ländern auf ein Zehntel. Also Sie sehen hier Dänemark von 3% auf 0,3%, Niederlande von 6% auf 0,5% und so weiter. Und dann ist ja nur die Message, und da die wir gerade diskutiert haben, die dann tatsächlich auf Intensivstation sind, was deutlich weniger von allen sind, die haben dann halt auch weiterhin die schlechte Prognose. Aber natürlich gesehen auf alle Infizierten sieht das ganz anders aus. Also das ist der Vergleich, der das in den Kontext stellt zu anderen Ländern. Ich darf, und Entschuldigung, Herr Busse, ja, ich muss klar. einmal eine Folie zurück, kann ich da vielleicht noch mal eben kurz einhaken. Jetzt sieht man Ja, ja klar. doch in der zweiten Welle 1,6% in Deutschland, 0,3, 0,4, 0,5. Ist das ein signifikanter Unterschied? Warum ist das so, dass da Deutschland doch auch noch ein paar mehr auf der Intensivstation hat von allen Infizierten? Naja, also es hat sich immer das warum ist immer schwer zu sagen. Wir sind insgesamt, muss man natürlich sagen, es ist ja auch immer in die allgemeine Diskussion unserer Krankenhausversorgung. Das sieht man hier auch, wir sind eher auf der großzügigen oder vorsichtigen Seite, muss man schon sagen. Also wir haben in Deutschland eine geringere Schwelle zur Krankenhausaufnahme. Da, wo in anderen Ländern auch gesagt wird, die brauchen dann noch nicht ins Krankenhaus. Und dann das Gleiche gilt mit Intensivstationen gegenüber uns. Merkwürdiger oder sozusagen ausnahmsweise war das ja in der ersten Welle in den anderen Ländern anders. Das war ja damals das Besondere, dass die als Covid noch ganz neu waren, haben viele Länder, man sieht das hier, Großbritannien, Spanien, ganz auf die Krankenhäuser gesetzt, während wir damals ja schon den ambulanten Sektor hatten und der auch in anderen Ländern wie in Dänemark eine wichtige Rolle gespielt hat. Jetzt in der zweiten Welle sind sozusagen die anderen Länder auf ihr normales Krankenhausnutzungsverhalten zurückgefallen. Okay.
So, dann stellt sich ja für Deutschland, und das sind jetzt die Daten für das gesamte Jahr 2020, schon von dem angesprochenen INEC, also dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, haben wir alle Daten bekommen von allen Patienten, nicht nur den Covid-Patienten, aber hier sind es nur die Covid-Patienten, die bis Ende Dezember entlassen worden sind. Und Sie sehen hier die etwa 36.000 intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten in deutschen Krankenhäusern und in welchen Krankenhäusern die behandelt worden sind, jeweils mit den Fallzahlen. Also in den großen Versorgern, Sie sehen das ist oben das Blaue mit 800 Betten und mehr, was die 80 größten Krankenhäuser sind, waren 26% der intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten. Oder auch wenn man das pro Krankenhaus umrechnet, hatten die halt 120 Fälle pro Krankenhaus, und das kann man dann so runterbrechen. Man sieht aber, dass die Versorgung der intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten 60% von denen, hier die ersten drei Segmente, das sind die größten 330 Krankenhäuser des Landes. Die bilden sozusagen das Rückgrat der Versorgung, und man sieht dann hier unten in den kleinen Krankenhäusern, ja, die hatten auch ein paar Fälle, aber da ist wirklich buchstäblich die Handvoll Fälle, und das muss man ja über das ganze Jahr sehen. So, das ist sozusagen die Verteilung, das sind die Fälle. Sie hatten darauf hingewiesen, man muss sozusagen zwischen Fällen und Patienten unterscheiden, weil Patienten ja verlegt werden, und wenn sie verlegt werden, zählen sie in beiden Krankenhäusern ja als Fall. Und da gibt es auch interessante Zahlen, die wir ausgewertet haben, nämlich wie viele der Patienten, die in einem Krankenhaus auf Intensivstation waren, sind dann, was im Fachjargon weiterverlegt heißt. Also die sind natürlich nicht gestorben, sonst könnten sie nicht weiterverlegt werden. Und man sieht ja, wenn wir mal mit den kleinsten Krankenhäusern angucken, ist ja auch kein Wunder, sage ich mal. Ne? Wir müssen uns in Erinnerung rufen, die hatten im Schnitt nur 3,3. Die hatten natürlich deutlich weniger Erfahrung als die Großen und haben deswegen auch häufig weiterverlegt. Ja, jeder vierte von denen ist weiterverlegt worden. Natürlich, da steht es in den Zahlen nicht drin, frage ich mich, warum sie überhaupt welche aufgenommen haben, wenn sie eigentlich so wenig Erfahrung haben und viel weiterverlegt haben. Die Weiterverlegungsraten in den großen Häusern sind geringer. Und wenn man sich da fragt, warum haben die denn eigentlich weiterverlegt? Na, die haben zum Teil wieder wegverlegt, also nach der intensivmedizinischen Behandlung angenommen. Die sind jetzt bei Herrn Karagianidis und lagen da jetzt schon 2 Wochen auf Intensivstation, waren aber vielleicht in Köln zu Besuch. Und dann sind die eben heimatnäher weiterverlegt worden, durchaus auch in kleinere Krankenhäuser oder in mittelgroße Krankenhäuser. Und man sieht aber, es sind weniger Prozente als hier bei den kleinen Krankenhäusern, was man halt durchaus in Betracht ziehen muss. Genau, darf ich da nochmal eben kurz einhaken? Also heißt Ja. das, wenn ich jetzt ein schwerer Covid-Fall werde zu Hause und erstmal in ein kleines Krankenhaus verlegt werde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich weiterverlegt werde, weil sie eben nicht so gut mit der Versorgung klarkommen? Heißt das, ich bin schlechter versorgt in einem kleinen Krankenhaus, wenn diese Rate eben hoch ist, die Weiterverlegungsrate? Naja, also wir müssen erstmal sagen, dass dieses extrem hohe Zahlen sind. Wir wissen das sonst von Herzinfarktpatienten, von Schlaganfallpatienten, da sind die Weiterverlegungsraten deutlich niedriger. Diese sind extrem hohe Zahlen, die wir hier sehen. Und ja, wir haben ja eine andere Publikation noch gemacht. Da haben wir auch gucken können, was mit den INEC-Daten so nicht geht, wohin die Patienten verlegt worden sind. Das ist ja das Spannende, ob man sozusagen nach 2 Wochen für die letzten 3 Tage woanders hin verlegt wird oder ob man am Anfang, nachdem 5 Tage sich der Zustand immer weiter verschlechtert hat, in ein Haus mit größerer Erfahrung verlegt wird. Und da konnten wir sehen, dass das tatsächlich bei den kleineren Krankenhäusern überwiegend der Fall ist, dass die auch gar nicht direkt am Anfang, also nicht am ersten Tag, sondern manchmal nach einer Woche, sie haben beatmet. Eine Woche, der Patient hat sich nicht verbessert und dann wurde er weiter verlegt, was natürlich ein schlechtes Zeichen ist, dass die dann überhaupt erst da so lange behandelt worden sind. Also das ist schon beunruhigend, muss man sagen, diese hohen Weiterverlegungsraten in den kleinen Häusern. Gibt es denn da regionale Unterschiede? Ich weiß nicht, ob man das aus den Daten herausfinden kann. Wir hatten gehört, ja, das muss ja nicht in jeder Region so sein. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede. Boah, da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, weil das die Daten nicht hergeben. Wir haben die Okay. regionalen Daten nicht, muss ich ganz klar sagen. Okay.
Also da, wo das gut funktionieren würde, würde man sich ja so vorstellen, dass insbesondere, dass wenn da Weiterverlegungen sind, dass sie schnell erfolgen. Also sagen wir mal, Patient begibt sich selber ins Krankenhaus und die verlegen innerhalb von 24 Stunden weiter. Wir sehen, das gibt es auch, aber wir konnten das noch nicht regional aufteilen. Okay. Vielleicht zu der Sterblichkeit insgesamt. Und jetzt sind wir natürlich auf der Ebene von Patienten. Also jeder kann nur vereinfacht gesagt einmal sterben. Und wir wissen inzwischen aus Daten des Statistischen Bundesamtes mit allen nachträglichen Zuschreibungen der Todesursachen, dass im Jahr 2020 ziemlich genau 40.000 Personen an Covid verstorben sind. Das ist mehr, als wenn man jetzt die Tagesberichte des RKI übrigens nimmt. Nicht, dass jetzt jemand von Ihnen erstmal hingeht und sagt, den Tagesbericht vom 1. Januar, den gab es nicht vom 2. Januar, wenn man da guckt, stand da 34.000. Da erkennt man auch schon, dass also 6.000 Verstorbene sind erst im Laufe des Januar nachgemeldet worden. Die waren dann immer in den Tagesberichten im Januar drin, waren aber schon im letzten Jahr verstorben. Also 40.000 sind verstorben, 30.000 davon im Krankenhaus. Also 3 von 4 Covid-Patienten, die verstorben sind, sind im Krankenhaus verstorben. Und von denen, die im Krankenhaus verstorben sind, und das hatten wir ja schon im Sommer gezeigt bei unserer ersten großen Analyse, anders als viele sich vorstellen, versterben die Mehrheit derjenigen, die überhaupt im Krankenhaus versterben, auch gar nicht mal auf den Intensivstationen, sondern es gibt mehr Patienten, die außerhalb der Intensivstationen versterben. Das sieht man hier, also von den 75%, die insgesamt im Krankenhaus verstorben sind, sind 30 auf den Intensivstationen verstorben und 45% von allen halt in den anderen Stationen und eben 25% außerhalb des Krankenhauses. Das gibt jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wo gestorben worden ist an Covid und wie viele. 40.000 muss man sagen, muss das ja in Beziehung setzen zu den ziemlich genau 900.000, die in einem normalen Jahr versterben. Das kommen 40.000 obendrauf, sind also 5% mehr. Das ist ja ein durchaus relevanter Anteil. Genau, ich glaube, da ergeben sich mehrere Fragen jetzt noch anhand dieser Folie, deswegen da würde ich da gerne nochmal drauf eingehen. Einerseits, warum ist es so, dass die Mehrheit jetzt nicht auf Intensivstationen verstorben ist, sondern in der stationären Behandlung? Sind die vielleicht gar nicht mehr auf die Intensivstationen gekommen, weil die schon so schlecht lagen? Oder ich weiß nicht, Herr Karaganidis, vielleicht können Sie da auch noch was zu sagen aus der klinischen Betreuung der Patienten. Wieso ist das so? Ja, also das haben wir in der ersten Welle ja schon analysiert mit Herrn Busse zusammen und der AOK. Und da hatten wir gesehen, dass von den über 80-Jährigen auf der Normalstation ein Drittel gestorben ist. Und das ist einfach, glaube ich, sinnvolle Medizin, die wir machen. Also wenn man was noch tun kann für die Patienten, ohne dass man eine Intensivmedizin macht, dann tut man das auf der Normalstation. Wenn dann aber Grenzen des Lebens erreicht sind, dann versterben die Patienten. Und ich glaube, das ist eher eine gute Nachricht, als dass es eine schlechte Nachricht ist, weil es zeigt, dass wir den Patientenwillen respektieren, dass wir mit den Menschen gut sprechen und dass wir dann auch sagen, das ist dann mit 85, mit 90, wenn man sehr viele Vorerkrankungen hat, einfach nicht sinnvoll, noch mehr Medizin zu machen. Und das ist, glaube ich, sehr viel passiert und ich würde das als eine extrem positive Entwicklung sehen, die wir dann in den letzten Jahren in Deutschland gemacht haben. Ich will auch noch einmal kurz kommentieren, dass man in diesen Zahlen auch sehr deutlich sieht, dass in Deutschland leider sehr viel im Krankenhaus gestorben wird. Vor 40, 50 Jahren war es üblich, dass man zu Hause gestorben ist und nicht ins Krankenhaus gegangen ist für die letzten Tage. Und das gilt jetzt nicht nur für Covid, sondern es kommen immer sehr viele am Lebensende, auch ohne Prognose, noch ins Krankenhaus. Und das reflektiert leider so ein bisschen die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Weiß man denn, wo, wenn Sie jetzt schon ansprechen, eigentlich zu Hause gestorben, sind diese 25% denn dann auch also zu Hause verstorben oder kann man da irgendwie nochmal unterscheiden zwischen, die waren zum Beispiel in einem Pflegeheim, wo ja irgendwie starke Inzidenzen geherrscht haben, dass sie einfach das gar nicht mehr geschafft haben oder auf die Intensivstation oder überhaupt ins Krankenhaus zu kommen, aber also sie... Da muss man vielleicht sagen, dass ja auch die Todesursachenstatistik da gerade ergänzt wird. Man muss ja so sehen, dass ja für Pflegeheimbewohner gilt das Pflegeheim als deren Wohnung. Die sind da gemeldet mit Meldeadresse und da gibt es bisher immer nur einzelne Daten, die das, also jetzt auch über alle Verstorbenen, über alle Todesursachen auseinanderdröseln. Das wird jetzt ergänzt, die Statistik, sodass es dass Pflegeheime da leichter sichtbar werden. Ich würde hier bei dieser Population mal davon ausgehen, dass viele von denen, dass das durchaus in Pflegeheimen waren. Aber wie gesagt, das erlaubt die Statistik nicht, das mit Sicherheit zu sagen.
Eine Frage kommt noch direkt dazu, auch aus dem Chat, Herr Busse. Und zwar ist ja immer so die Unterscheidung irgendwie landläufig, sage ich mal, an Covid gestorben oder mit Covid gestorben. Herr Karaganidis hat es gerade im Eingangsstatement schon mal so anklingen lassen. Das sind jetzt hier, wenn man streng nimmt, auch die mit Covid-Diagnose gestorben sind und nicht die an einer Pneumonie durch Covid oder Organversagen etc. gestorben sind. Naja, jetzt muss man noch sagen, jetzt sind wir noch mal eine Stufe weiter als bei der Diskussion der stationären Fälle. Bei den stationären Fällen ist es tatsächlich so, wir hatten vorhin, ob nun gegen Baum gefahren oder eine Schwangere, die im Kreissaal kommt und getestet wird. Also die, wo tatsächlich der positive Testbefund eine reine Nebendiagnose ist, die versterben normalerweise dann daran auch nicht. Während die Patienten, über die wir hier reden, die versterben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Covid jetzt ein reiner Nebenbefund ist, ja noch unwahrscheinlicher. Und das sieht man ja auch an der ganzen Übersterblichkeit. Ich hatte vorhin gesagt, in normalen Jahren, da schwankt immer ein bisschen auch nach Grippesaison und so weiter, haben wir etwa 900.000 Verstorbene. Wir hatten letztes Jahr 50.000 mehr gegenüber dem Schnitt der letzten 4 Jahre, also 50.000 insgesamt mehr. Und daran macht Covid alleine 40.000, aus. Und das erklärt es eben auch. Es ist jetzt nicht so, dass sozusagen wir ganz viele Patienten haben, wo Covid mit auf der Todesbescheinigung steht und die ansonsten auch verstorben wären. Die Leute sind zusätzlich gestorben. Wir wissen ja aus anderen Untersuchungen, wenn man das sozusagen mit dem, natürlich sind die überwiegend älter, aber die Das ist bei allen Todesursachen, aber bei den meisten Todesursachen übrigens so, dass die Versterbenden im Schnitt älter sind als die Gesamtbevölkerung. Das wird häufiger übersehen. Und wenn man anguckt, wenn man sich das Alter der Verstorbenen anguckt, wie viel Restlebenszeit die noch gehabt haben, wissen wir ja inzwischen, dass das auch knapp 10 Jahre waren. Also dass dem durchschnittlichen Covid-Verstorbenen doch immer noch so 10 Lebensjahre, die ja rechnerisch gehabt hätten, dadurch weggenommen werden. Eine Folie habe ich noch. Genau, mit Blick auf die Zeit, das ist die Auslastung der. Ach ja, genau, richtig, sehr gut. Ja, die. Genau, Super. das ist jetzt, das ist sozusagen, was ich derzeit und dieses sind andere Länder. Wir haben hier Deutschland, wo die Daten in dieser internationalen Datenbank schon ein bisschen vor einer Woche oder 2 Wochen abbrechen. Hier diese grüne Kurve. Ich habe hier mal noch neun andere europäische Länder herausgesucht und über die Gesamtzeit, also von erster, zweiter, zum Teil kann man ja schon sagen, dritter Welle so in den verschiedenen Ländern. Und hier ist dargestellt die Auslastung der Intensivstation pro Million Einwohner. Und da sieht man, dass es Länder gibt hier auf dem, also hier war die erste Welle, hier ist so die zweite Welle, die in vielen Ländern insbesondere, man sieht hier Belgien sehr stark, aber auch Tschechien, wo Tschechien ist jetzt wirklich schon in der dritten Welle mit sehr, sehr hohen Zahlen. Und man sieht auch, es gibt andere Länder, die durchaus bereits wieder im Anstieg sind. Also Frankreich geht schon wieder nach oben, Belgien geht schon wieder nach oben, Italien. Die sind so ein bisschen, wir kommen ja gleich bei uns so nah, es geht ganz leicht nach oben. Sie wissen es noch nicht genau, ob es richtig nach oben geht, aber wir sind jetzt so in vielen Ländern in so einer Talsenke, wo die noch hoffen, es geht weiter runter. Aber wie gesagt, in einigen Ländern geht es auch schon wieder deutlich nach oben. Super, danke für diesen internationalen Einblick noch. Das ist sehr wichtig, nämlich für die Überleitung für den dritten Experten, der jetzt sich auch mal äußern darf, Herr Schuppert. Der dritte im Bunde. Huch, jetzt springt hier mein Bildschirm hin und her, wenn Sie das so. Da bin ich wieder. Professor Dr. Andreas Schuppert haben wir noch hier im Plenum dabei. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Computational Biomedicine am Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science, und zwar an der RWTH Aachen. Sie modellieren zusammen mit Herrn Karaganidis, was sich auf unseren Intensivstationen so tun wird in Zukunft und wie sich die Lage weiterentwickeln könnte. Wir würden also mit Ihnen gerne einen Blick nach vorne wagen. Die Modellierung hatte ich auch schon mal kurz bei uns in der Einladung mit verlinkt, aber vielleicht zeigen Sie noch mal eben kurz eine oder zwei Folien, wo sich das Ganze hin entwickeln könnte. Und vielleicht erklären Sie dabei auch, welche Faktoren da jetzt schon eingerechnet sind, zum Beispiel auch der Impfeffekt, der ja gerade dann doch auch stärker wird. Ja, vielen Dank, Frau Halbach, für die Einführung. Das kann ich sehr gerne tun. Ich share den Screen. Die erste Folie allerdings wird Herr Karagianidis kommentieren, bevor wir dann über die zukünftigen Prognosen sprechen wollen.
Ja, ich wollte noch mal einmal ganz kurz was sagen zur aktuellen Lage, so aus Sicht des eines der Leiter des Intensivregisters, weil zwei, drei Auffälligkeiten in den Daten drin sind. Und zwar möchte ich das mal aus meiner Sicht so kommentieren. Wir sehen zwar, dass sich die Intensivpatientenzahl deutlich reduziert hat, jetzt auf diese 2.800 knapp. Das ist aber immer noch ein ziemlicher historischer Höchststand. Also das entspricht ungefähr dem, was wir 2018 in der Grippesaison hatten. Das heißt, die Gesamtzahl der Patienten ist immer noch sehr hoch. Die zweite Auffälligkeit, worauf man nicht immer so jeden Tag guckt, ist, dass die Zahl der freien Intensivbetten gleich bleibt über die Zeit. Das heißt, wir haben 3.000 Covid-Patienten auf Intensivstationen abgebaut und haben trotzdem nicht mehr freie Intensivbetten. Und das liegt einfach daran, dass der Druck auf die Intensivbetten enorm hoch ist. Ja, das heißt, sobald ein Bett frei wird, wird das wieder verwendet, zum Beispiel durch den postoperativen Patienten, weil wir auch ein paar Operationen aufgeschoben haben und, und. Das heißt, der Druck im Kessel ist immer noch hoch, ja, obwohl wir die 3.000 Patienten abgebaut haben. Und die dritte Auffälligkeit, die ist kein Zufall mehr in meinen Augen oder in unseren Augen. Und Sie sehen so eine Plateauentwicklung. Und das ist extrem auffällig. Herr Schuppert hat das auch nochmal genau berechnet. Und wir sind uns mittlerweile ziemlich sicher, dass es kein Zufall mehr ist. Und das ist kein gutes Zeichen, weil wir haben bei gleichbleibenden Inzidenzen fallen plötzlich unsere Intensivzahlen nicht mehr ab. Und einer der Gründe ist wahrscheinlich, dass die britische Mutante immer mehr durchschlägt. Und wir haben uns die dänischen Daten nochmal gut angeguckt. Und da sieht man, dass die britische Mutante einfach deutlich häufiger zu einem Krankenhausaufenthalt führt und wahrscheinlich auch die Sterblichkeit der Patienten etwas nach oben treibt. Und wir befürchten leider, dass diese Plateaubildung jetzt schon Ausdruck ist, dass die Mutante einfach insgesamt kränker macht. Und deswegen müssen wir es jetzt noch engmaschiger im Auge behalten, was in den nächsten Wochen passiert, weil das setzt sich nochmal auf die Öffnungsszenarien drauf, dass die Mutante einfach nicht so günstig verläuft wie der Wildtyp. Gut, aber im Endeffekt können wir es ja auch dadurch erklären, dass die Inzidenzen jetzt gerade einfach nicht mehr sinken und wir jetzt auch das Plateau auf den Intensivstationen Klar. erreicht haben. Ja. Also da würde ich sagen, also aus meiner Sicht ist da noch ziemlich Unsicherheit auch drin, was Ja. eben die Sterblichkeit vor allen Dingen und auch das Krankmachen der Variante betrifft. Aber im Endeffekt kann es ja auch einfach die aktuelle Entwicklung der Inzidenzen widerspiegeln, oder? Also das heißt, die verbreitet sich auch einfach mehr, es gibt wieder mehr Kontakte, sie ist eben, überträgt sich mit einem erhöhten Niveau, so die Variante. Und deshalb sehen wir es jetzt auch auf den Intensivstationen. Das könnte ja auch eine Erklärung sein, was ja in beiden Fällen kein gutes Zeichen ist, sagen wir so. Genau. Also, genau, ja, genau. Also wir behalten es sehr genau im Auge, aber das ist kein Zufall mehr, was wir da sehen. Herr Schuppert, wie wird sich das Ganze denn dann weiterentwickeln in Ihrem Modell? Unter welchen Voraussetzungen? Das ist, ich wollte den Ball von Herrn Karagiannidis gerade aufgreifen und Ihnen kurz unsere Prognosen vorstellen, die wir mit unserem Modell erstellt haben. Sie so ein bisschen ein Radar in die Zukunft auf Basis der bekannten Fakten abgeben sollen. Nun, wir haben, wenn wir eine Prognose für die zukünftigen Auslastungen der Intensivstation machen wollen, dann haben wir es im Wesentlichen mit einer Abschätzung verschiedener Einflussfaktoren zu tun. Zum einen haben wir es damit zu tun, wie schon erwähnt wurde, dass zusätzlich insbesondere die britische Mutante sich sehr stark ausbreitet, die eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat als den Wildtyp, den wir vom letzten Jahr her ganz gut kennen. Wir haben es zum anderen natürlich auch damit zu tun, dass wir Lockerungen in den Kontaktbeschränkungsmaßnahmen vornehmen wollen und die ebenfalls natürlich auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit einen Effekt haben. Das heißt, wir haben es zum einen mit Szenarien zu tun, die Kontakte, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus direkt beeinflussen. Hier haben wir unterschiedliche Szenarien eingebaut, angefangen von einem Exit-Zeitpunkt des momentanen Lockdowns in eine neue Phase von Kontaktmöglichkeiten, wie es ja von der Regierung
Öffnung auch beschlossen worden sind. Wir haben hier nur einen Öffnungsschritt eingebaut. In der nächsten Stufe des Updates werden wir auch dann komplexere Szenarien einbauen können. Und wir haben auch, und zusätzlich haben wir, simulieren wir, wie weit wir öffnen können, bis zu einem moderaten Öffnung mit einem auf einen R-Wert von 1, wie wir sie etwa im November letzten Jahres hatten, oder ob wir auch weiter öffnen können, sodass die Wildtype einen R-Wert von 1,2 haben würde. Wir haben zusätzlich noch einen zweiten Faktor, mit dem wir die Belastungen der Intensivstation kontrollieren können, und das ist die Impfstrategie. Und hierzu haben wir in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, dem ZI, haben wir die Szenarien des Zentralinstituts in unser Modell eingebaut, sowohl ein optimistisches Szenario, das Sie hier sehen, in dem die täglichen Impfungen im Durchschnitt bis zu etwas über 1 Million pro Tag im Juli steigen werden. Das andere, das eher pessimistische Szenario, stoppt die Impfgeschwindigkeit bei etwa 550.000 Impfungen pro Jahr. Beide Szenarien gehen aber davon aus, dass wir jetzt ab April eine deutliche Steigerung der Impfgeschwindigkeit sehen werden. Durch die Impfungen können wir Risiken aus der Bevölkerung herausnehmen, Risiken schwer zu erkranken durch das Virus. Und diese beiden Faktoren haben wir nun simuliert. Zum einen in einem Szenario, in dem wir öffnen, eine weitergehende Öffnung durchführen. Und wir haben dann gesehen, dass wir in der Tat, sehen Sie hier, dass die Zahlen im Moment abnehmen. Sie sehen auch, dass die tatsächlichen Zahlen zu unserem Modell tatsächlich beginnen abzuweichen. Noch ist es nicht dramatisch, aber die Plateaubildung, die Herr Karagiannidis beschrieben hat, macht sich tatsächlich deutlich und signifikant bemerkbar. Nichtsdestotrotz, selbst ohne die Plateaubildung würden wir erwarten müssen, dass, wenn wir sehr früh öffnen, jetzt im März schon öffnen würden, dass wir dann im April, Mai, insbesondere getrieben durch die britische Mutante, eine sehr hohe Belastung der Intensivstation sehen würden. Das ändert sich dann, wenn wir etwas später öffnen, dann hat die Impfung, die intensivierte Impfung, eine Chance, sozusagen vor der Infektionswelle voranzulaufen und damit den Gesamteffekt auf das Gesundheitssystem der Infektionswelle so weit abzuschwächen, dass wir es bei einer Öffnung ab Mitte April simuliert haben, dass wir ab da dann die zusätzlichen Belastungen durchaus erträglich sein und managebar sein sollten. Wenn wir nicht ganz so stark öffnen würden, wie jetzt in dem vorhergehenden Szenario angenommen, dann sehen Sie sehr deutlich, dass zusätzlich ein weiterer Sicherheitspuffer in die Simulation, in die Prognosen eingebaut werden können. Mit diesem Modell haben wir somit eine Möglichkeit, eine Abschätzung zu machen, wie unterschiedliche Maßnahmen zusammenspielen können, um insgesamt das Infektions- und Gesundheitsbelastungsszenario bis in den Sommer hinein unter Kontrolle zu halten. Wir haben hierzu uns entschieden, den etwas abstrakten R-Wert als ein Maß für die Öffnungen einzuführen, uns aus dem einfachen Grund, weil wir aus dem letzten Jahr Vergleichsdaten haben, wie sich die R-Werte des Wildtyps unter verschiedenen Maßnahmen verhalten haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel gesehen, ein R-Wert von 1 würde einem Szenario entsprechen, wie wir es im November gesehen haben, ein R-Wert von 1,2, den wir als größere Öffnung, also weitere Öffnung simuliert haben, entspricht in etwa einem Szenario, wie wir es im September letzten Jahres gesehen haben. Und Sie sehen hier auf der rechten Hälfte des Bildes, dass wir im Januar durchaus einen deutlich niedrigeren R-Wert unter 1 hatten, was ja dann am Ende mit einer deutlichen Reduktion der Belegungszahlen auch auf den Intensivstationen dann korreliert war und diese zur Folge hatte. Soweit zu den Prognosen unseres Modells. Und ich gebe zu. Da hätte ich direkt auch schon mal ein paar Nachfragen. Wie würden Sie denn jetzt die Lockerungen einpreisen, die wir jetzt schon vollziehen, sag ich mal? Vielleicht können Sie, soll ich das mal eben hier wieder ausmachen? Ja, gerne. Ja.
So, dann sehen wir uns wieder alle. Das ist irgendwie schöner, finde ich. Jetzt haben wir, also jetzt ist ja so, jetzt haben wir schon einige Lockerungsschritte beschlossen. Wissen Sie schon, also wie preisen Sie da die Unsicherheit ein, die jetzt schon ins System kommt? Also weil Sie haben ja die Modellierung irgendwie schon vorher begonnen. Haben Sie jetzt die schon mit eingepreist, die zusätzlichen Kontakte, die wir durch Terminshopping etc. haben werden? Und ist dann damit die dritte Welle eigentlich nicht mehr aufzuhalten? Nein, also diese Kontakte, also diese konkreten Maßnahmen haben wir nicht eingepreist. Und das Modell gibt es auch tatsächlich, es kann nicht vorhersagen, welche konkreten Maßnahmen nun welchen Effekt haben werden. Hierfür würden wir deutlich mehr und deutlich umfangreichere Daten benötigen und die nur sehr begrenzt vorliegen. Wir haben ja auch einen zweiten Punkt, den wir beachten müssen. Wir haben jetzt in den neuen Maßnahmen zum Beispiel FFP2-Masken eingeführt. Wir führen eine deutlich höhere, intensivierte Teststrategie ein. All diese Maßnahmen sind in den Szenarien des letzten Jahres nicht eingepreist. Wir haben dazu keine Vergleichsdaten, sodass wir da einfach sagen müssen, wir müssen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen das Verhalten sehr genau beobachten, wie es sich verläuft und entsprechend das Modell, unser Radar nachjustieren und um da genauere Prognosen machen zu können. Das Gleiche trifft auch für die britische Mutante zu. Auch hier fügen wir zusätzliche Informationen bei jedem Update neu ein. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage, die sich mir irgendwie direkt stellte. Und zwar ist es jetzt ja so, wenn wir jetzt, sag mal, viel wegimpfen von den Risikogruppen, das geht auch so ein bisschen an Herrn Karagiannis oder in die Runde, sehen wir ja wahrscheinlich eine geringere Belastung des Gesundheitssystems. Darum tun wir das ja gerade. Ist dann überhaupt so die Anzahl der Patientinnen auf den Intensivstationen überhaupt noch das relevante Maß? Also weil im Endeffekt müssten wir doch dann auf andere Dinge gucken, um eigentlich den richtigen Verlauf oder den Druck aufs Gesundheitssystem abschätzen zu können als die Intensivstation. Haben wir da Daten und wie gehen Sie damit um, auch in der Modellierung oder Herr Karagiannis, wie schätzt man das jetzt ab, ja, wie hoch das Gesundheitssystem belastet ist? Also wir sind einfach noch nicht so weit. Wir haben, wenn wir jetzt mal drauf gucken, wen haben wir geimpft? Wir haben die Alten- und Pflegeheime gut geimpft in Deutschland und sehen auch schon Effekte, dass die Zahlen darunter gehen. Auf der Intensivstation war es aber in der ersten Welle schon so, dass überhaupt nur ein Viertel der Patienten über 80 war und das waren wahrscheinlich diejenigen, die ohnehin eher besser drauf waren und nicht so viele Vorerkrankungen haben. Das heißt, auf die intensivstationäre Belegung macht das, was wir im Moment geimpft haben, eigentlich nichts aus. Ja, also das ist eine Minorität. Und der Zeitpunkt, wo wir wegkommen werden, auf die Intensivzahlen zu gucken, der liegt noch deutlich zu weit in der Zukunft. Ja. Also wir werden zu diesem Punkt kommen und Herr Schuppert, Herr Busse und ich hoffen ja sehr, dass wir da schon im Mai zu kommen in diesem Bereich oder im Juni, ja, wenn wir richtig in Impfturbo einschalten. Das ist, wir drücken ja wirklich alle Daumen, dass das passiert, aber davon sind wir noch eine Ecke entfernt. Und egal, was jetzt passiert in den nächsten Wochen, wir sind noch damit, wir müssen immer noch auf die Intensivbelegungszahlen gucken und können, würde ich sagen, frühestens im Mai, Juni schauen, ob wir davon dann endlich wegkommen. Mhm. Vielleicht ein Kommentar noch zu meiner Seite. Wir müssen auch sehen für die Modellierung, dass die Intensivbettenbelegungszahlen sehr robuste, belastbare Zahlen sind, die bei weitem weniger zum Beispiel wochenperiodische Schwankungen aufweisen als die berichteten Infektionszahlen, sodass wir da ein Normal haben, also ein Maßstab haben für das eigentliche Infektionsgeschehen, das wir auf keinen Fall vernachlässigen sollten. Aber hätten wir Daten auch, was die Normalstation anbetrifft? Herr Busse, jetzt an Sie gefragt, könnten wir da mal so akut quasi wie beim Divi auch gucken, was sich auf den Normalstationen tut, wenn wir jetzt sagen, die Intensivstationen sind vielleicht weniger belastet irgendwann? Naja, also sozusagen so, das habe ich ja von vornherein gesagt, das fehlte uns ja von Anfang an. Dann ist es so, jetzt im Nachhinein haben wir natürlich auch die Zahlen vom INEC, die sind aber retrospektiv, da wissen wir, wer war im Krankenhaus. Und das Robert-Koch-Institut erfasst ja allerdings auch mit gewisser zeitlicher Verzögerung immer diejenigen, die pro Woche neu ins Krankenhaus kommen. Also wir haben nicht die Belastung, wie viele Greiche an einem bestimmten Tag gerade da sind, aber wir sehen, wie viele neu reinkommen. Man muss aber auch mal sehen, dass wir ja
Also wenn man sich überlegt, wir haben 30.000 Intensivbetten, wir haben fast 500.000, wir haben fast 500.000 Krankenhausbetten und die Wahrscheinlichkeit, intensivpflichtig zu werden, ist immer noch deutlich größer als der Anteil an Intensivbetten an allen Krankenhausbetten. Wir haben uns das ja angeguckt für das gesamte Jahr 2020, da war es so, dass von den Intensivbetten über das ganze Jahr betrachtet waren, 5% der Patienten waren Covid-Patienten, während auf den Normalstationen war es unter 2%. Sodass also, sagen wir mal, weil die gesamten Normalstationen so viel mehr Betten haben, ist da die Belastungsgrenze ist so weit oben, dass wir uns darüber jetzt nicht Gedanken machen müssen. Also wir brauchen das nicht als Frühindikator, wie viele Betten sind von den normalen Betten belegt. Das ist interessant für so Leute wie uns, die genau berechnen wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten intensivpflichtig werden. Aber das ist jetzt nicht der limitierende Faktor. Herr Karaganidis, Sie wollten da noch was ergänzen? Ja, ich möchte nur eine positive und eine negative Seite ergänzen. Das Positive ist, wir haben schon ein bisschen aufgeholt jetzt mit der zweiten Welle. Also das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat das sehr gut gemacht. Da gibt es ein sehr schönes Dashboard vom Ministerium, wo auch die nicht intensivpflichtigen Fälle erfasst sind. Also da haben wir aufgeholt und das haben wir auch als Realtime. Die Datenanalyse, die ist jetzt nicht besonders fein. Also wir haben kein Durchschnittsalter oder so, aber zumindest das Land Nordrhein-Westfalen hat sich da sehr bemüht und das extrem gut gemacht und diese Daten auch erhoben und zur Verfügung gestellt. Das Negative, was ich hier auch einmal sagen möchte, ist, man sieht das ganze Drama in Deutschland, wie schwierig es ist, Daten zusammenzutragen, selbst in so einer Pandemie und wie wir insbesondere im Vergleich zu England, wie schlecht wir aufgestellt sind aus wissenschaftlicher Sicht. Und ich glaube, wir müssen diese Pandemie jetzt nutzen, jetzt einen runden Tisch machen und jetzt auch mal hergehen und sagen, Leute, was können wir daraus lernen für die Zukunft? Wie kommen wir besser an Daten dran? Uns nicht immer hinter dem Datenschutz verstecken, das führen wir ja an, um zu blockieren, wo immer wir nur können. Und am Ende nehmen wir dann die Daten der anderen Länder, zum Beispiel zum Cortison oder so, um das dann in Deutschland auch einzusetzen, anstatt selbst Daten zu generieren. Und das möchte ich jetzt hier auch mal wirklich ganz kritisch sagen. Da müssen wir besser werden in Deutschland in den nächsten Jahren. Also ich möchte ganz gerne, wenn es geht, da noch was dazu sagen. Es ist insbesondere, was die britische Mutante angeht, ist die im Modell naturgemäß einfach nicht so sauber und so gut enthalten mit so einer Genauigkeit als der Wildtyp. Und weil die Daten schlichtweg noch nicht in ausreichender Zahl vorliegen. Würden die Daten aller Krankenhäuser mit Patienten mit der britischen Mutante zum Beispiel vorliegen, könnten wir sehr viel schneller, sehr viel früher ein genaueres Prognoseradar entwickeln und aufbauen und könnten somit deutlich genauere Vorhersagen machen, wie sich Impfszenarien dann auf die entsprechenden Fallzahlentwicklungen auswirken würden. Das hat also durchaus praktische Konsequenzen, dass wir die Daten so nicht schnell genug zur Verfügung haben. Mhm. Mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne eine Frage noch an Herrn Tuppert stellen zu Unsicherheiten im Modell. Und zwar, was ist denn jetzt, wenn sich in den nächsten, sagen wir mal, 2 Monaten vermehrt junge Menschen infizieren? Weil wir wissen, die haben auch mehr Kontakte, wenn wir jetzt ein bisschen öffnen und die Älteren sind schon geimpft. Wie wirkt sich das dann auf die Dynamik der Pandemie aus und auch auf die Intensivstationen? Wie rechnen Sie das ein? Das haben wir eingerechnet. Wir benutzen die Altersverteilungen des Robert-Koch-Instituts, die ja publiziert werden und wir haben das Risiko für die einzelnen Altersgruppen geschätzt aus Daten aus Krankenhäusern, zumindest für den Wildtyp, sodass also die Veränderungen der Altersverteilungen im Infektionsgeschehen und auch im Risikogeschehen im Modell schon enthalten sind, aber eben für den Wildtyp und es macht mir durchaus Sorgen, dass wir für die britische Mutante keine genauen Daten zur Verfügung haben, obwohl es Berichte gibt, dass hier eventuell eine Verschiebung stattfinden könnte. Ich würde gerne noch mal so eine Schlussrunde machen. Ich habe hier noch einige Fragen, die sich an Herrn Karaganidis richten, aber ich versuche einfach mal eine an Herrn Busse noch zu richten. Und zwar, Sie haben gerade schon von der Auslastung der Normalstation und Intensivstation gesprochen und Covid-Patienten waren 5% der Behandlungstage auf Intensivstationen. Ganz ketzerisch gefragt, das hört sich jetzt nicht nach einer Überlastung an. Hatten wir überhaupt irgendwann mit Covid-Patienten? Naja, man muss ja also sozusagen, das ist ja, wenn wir über Prävention reden würden, hätten wir das gleiche Problem. Also erfolgreiche präventive Maßnahmen, die
Katastrophe tritt nicht ein, sagen alle, warum haben wir es eigentlich gemacht? Wer jeden Tag Sport macht, sage ich mal, und gesund bleibt, der weiß auch nicht, was passiert wäre, hätte er das nicht gemacht. Also das ist ja so ein bisschen natürlich das Kontrafaktische, fehlt uns. Und das ist ja, es ist eben auch gut, dass die Katastrophe nicht eingetreten ist. Also ich glaube, das muss man feststellen, die Katastrophe ist nicht eingetreten, die Kapazitäten haben gereicht. Wir hätten das wahrscheinlich auch aus meiner Sicht, was ich gezeigt habe mit den Weiterverlegungen, noch besser steuern können hin zu qualitativ höherwertiger Versorgung. Also es gab durchaus noch Optimierungspotenzial, aber nein, die Katastrophe ist nicht eingetreten. Das war auch, was den Gesamtkrankenhaussektor angeht, war das auch nicht zu erwarten. Ich hatte ja vor einem Jahr schon gesagt, dass so spezifische Covid-Krankenhäuser wie in Berlin mit der Berliner Messe, da wäre uns ja vorher das Personal deutlich knapp geworden, ehe uns die Betten knapp geworden sind. Also da ist auch am Anfang ein bisschen überreagiert worden, aber es ist gut, dass reagiert worden ist, um das eben in doch auch gut handelbaren Bahnen gehalten zu haben. Super. Danke. Herr Karyanidis, daran anschließend vielleicht, warum hat sich jetzt trotz dieser guten Nachrichten, sagen wir mal, wir haben erfolgreich Prävention betrieben, keine Überlastung des Gesundheitssystems gehabt und sogar die Intensivpflichtigkeit ist ein bisschen runtergegangen, warum hat sich an der Mortalität und auch an der Prognose der Intensivpatienten nichts geändert und wie stehen wir da eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern da? Ja, also wir stehen im Vergleich zu den anderen Ländern wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level. Wir haben es verglichen mit England in der ersten Welle, Herr Busse und ich. Und wir haben deutlich gesehen, dass die Engländer etwas jünger waren auf der Intensivstation. Sehr deutlicher Hinweis darauf, dass die mehr Therapielimitationen gemacht haben und deutlich restriktiver damit umgegangen sind. Dafür waren die von ihrer Absolutsterblichkeit ungefähr 5% unter Deutschland. Dafür waren deren Sterblichkeit aber auf der Normalstation doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland. Ja, sehr deutlicher Hinweis auf Limitationen. Ich glaube, die Krankheit verhält sich weltweit ähnlich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist die Sterblichkeit auch sehr ähnlich. Sie wird beeinflusst von dem Team, also vom Personal. Und das haben wir in Studien kaum erfasst, weil es international nicht so üblich ist, dass wir so extrem viele Krankenhäuser wie in Deutschland haben. Das ist viel häufiger zentriert in den Ländern, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, sodass sie sich gar keine Gedanken darüber machen müssen. Wenn wir das aber mal systematisch erheben würden, dann würden wir schon sehen, dass ein guter Pflegeschlüssel, eine gute Ausbildung der Pflege, eine gute Ausbildung der Ärzte, ein hoher Personalschlüssel bei den Ärzten schon dazu beiträgt, dass die Patienten besser versorgt sind in den großen Zentren. Super, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, Herr Schuppert, haben Sie noch was hinzuzufügen? Also haben Sie noch ein Abschlussstatement? Ich habe gar keine Frage für Sie, aber wie gucken Sie in die Zukunft? Ja, danke. Ja, ich habe eigentlich nur als Abschlussstatement, dass ich mich Herrn Karyanidis gerne anschließen würde, in der Mahnung doch dafür zu sorgen, dass wir darüber nachzudenken, wie wir die Datenverfügbarkeit in einem solchen Pandemiefall rechtzeitig organisieren können, sodass wir ein geschärftes Radar haben und nicht mehr oder weniger halbblind in eine Nebelbank hineinlaufen müssen. Naja, und nicht nur in Pandemiezeiten. Also das, was wir jetzt mit dem DIVI-Register haben, das sollte in Normalzeiten auch gelten, dass die Rettungswagen wissen, welche Krankenhäuser haben eigentlich Intensivkapazitäten für Herzinfarktpatienten. Das ist ja auch, was wir bisher auch nicht hatten. Das muss uns auch klar werden. Also wir können jetzt viel lernen, wie wir hinterher besser werden. Nicht nur für die nächste Pandemie, sondern auch für die Normalversorgung. Super, vielen Dank. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Busse. Ich würde gerne an die JournalistInnen da draußen nochmal richten. Alle drei Panelisten hatten ja Folien vorbereitet. Herr Karyanidis hat es so aus der Lameng gemacht, wie man hier in Köln sagt. Wir können die gerne nachher zur Verfügung stellen, die Folien. Schreiben Sie uns einfach an redaktion@sciencemediacenter.de, wenn Sie die ein oder andere Präsentation gerne bekommen würden. Das ist kein Problem für die drei Panelisten. Ich bedanke mich herzlich in die Runde. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr aufschlussreich. Es waren noch Fragen da. Wir konnten nicht alle beantworten. Aber ich denke, wir haben einen Großteil irgendwie hingekriegt. Danke für Ihre Zeit, danke für Journalistinnen da draußen und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.